Campingplätze. Für fast 13 Millionen Deutsche sind sie ein beliebtes Urlaubsziel. Doch immer mehr Menschen müssen leben, wo andere Urlaub machen. Das Dauercampen ist ihr letzter Ausweg aus der finanziellen Krise. Ich habe keine andere Alternative. Ich muss hier wohnen. Wenn es nicht mehr reicht, was soll man denn tun? Die Leute werden ja gezwungen, irgendwas zu tun. Und es werden genug Leute auf den Campingplatz ziehen müssen. Mehr als 300.000 Deutsche sind bereits Dauercamper. Weil Mieten und Nebenkosten stetig steigen, erleben Campingplatzbetreiber aktuell einen Ansturm. Wir haben dauernd Nachfragen, ob man auch hier wohnen kann. Und wir haben noch einen weiteren Campingplatz, da explodiert es förmlich. Wer einen Campingplatz findet, auf dem die Kommune Dauercampen erlaubt, kann viel Geld sparen. Was wir in der alten Wohnung an Strom bezahlt haben, was ich hier bezahle, das ist ein himmelweiter Unterschied. Wie viel günstiger ist das Leben als Dauercamper? Und wie steht es um die Energie- und Heizkosten? Unsere Reporter finden es auf deutschen Campingplätzen heraus. Wir sind zunächst in Kolbitz in Sachsen-Anhalt. Allein hier gibt es inzwischen 250 Stellplätze für Dauercamper. Auch der 57-jährige Burkhard Hellrung wohnt hier. Für den Frührentner war der Campingplatz der letzte Ausweg. Wegen einer schweren Wirbelsäulenerkrankung verlor er seinen Job. Die Rente reicht nicht für die explodierenden Preise. Das ist hier mein neues Reich. Hier lebt Burkhard jetzt auf 40 Quadratmetern. So, hier ist es natürlich ein bisschen enger, aber dafür auch stabiler. Dann gehen wir hier in den Schlafbereich. Das reicht normalerweise für zwei Leute, also für mich super. Hier haben wir links noch das kleine Bad. Es ist nicht wie zu Hause, es ist alles viel kleiner, viel beengter. Für mich ist es eigentlich so, ich habe keine andere Alternative. Ich muss hier wohnen, aufgrund der teuren Umstände. Ich bekomme ja nur bloß eine kleine Rente. Ich könnte mir eine Wohnung in meiner Heimatstadt zum Beispiel gar nicht mehr leisten. Das ginge nicht. Nach dem krankheitsbedingten Jobverlust und der Trennung von seiner Frau kam der Frührentner aus Magdeburg in finanzielle Schwierigkeiten, lebt seitdem von 800 Euro Rente monatlich. Davor verdiente er im Einzelhandel 2.500 Euro brutto. Hier auf dem Campingplatz bezahlt er im Monat nur etwa 150 Euro Warmmiete inklusive Nebenkosten. Im ganzen Jahr bezahle ich 930 Euro. Das wäre sozusagen die Platzmiete. Dann kommt noch Strom dazu, Wasser dazu. Es ist natürlich wesentlich preiswerter als eine Wohnung. Und jetzt kommt noch die Inflation dazu. Jetzt kommen noch die ganzen Abgaben. Gasumlage soll wahrscheinlich dazu kommen. Strom wird teurer. Das sind Summen, die könnte ich nicht mehr stemmen. Allein hier in Sachsen-Anhalt stieg die Nachfrage nach Dauerstellplätzen um 30%. Das weiß auch Platzbetreiberin Nancy Rex-Kutschig vom Heidecamp in Kolbitz. Doch nicht immer ist die Rechtslage geklärt und Dauercamping mit Hauptwohnsitz überall erlaubt. Zustimmen muss in erster Linie die Kommune. Bei uns auf unserem Campingplatz ist die Rechtslage so, dass man sich hier anmelden darf, dass es mit der Gemeinde vereinbart ist. Man darf es. Ringsherum in anderen Bundesländern ist es wohl eher so eine Grauzone oder es ist halt verboten. Wir haben dauernd Nachfragen, ob man auch hier wohnen kann und wie gesagt, das kann man. Wir haben noch einen weiteren Campingplatz, da explodiert es förmlich. So geht es auch Campingplatzbetreibern im Westen Deutschlands. Reporter Marc Weber ist in Lindlar im Bergischen Land unterwegs. Er trifft Franz-Georg Sprenger, der den Platz seit gut 50 Jahren betreibt. In seinem Bade- und Waschhaus duschen mittlerweile mehr als 200 Dauercamper. Da merken Sie auch die Energiepreise, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wie ist das denn? Darf man duschen, solange man will? Oder? Ja, wir haben also weder Münzautomaten noch zeitlich irgendetwas begrenzt. Auch unsere Camper bemühen sich in der Richtung zu sparen. Zu sparen, ja. Also es gibt niemanden, der da stundenlang duschen geht mehr? Ja, niemand würde ich nicht sagen. Kostet 10 Minuten Duschen zu Hause durchschnittlich aktuell um die 1,08 Euro, ist das in der Platzmiete inbegriffen. Ein erster Anreiz, hier zu leben? Gibt es auch jemanden, wo Sie sagen, der wohnt ja praktisch schon hier? Ja, wir haben zwei Familien, die also dauerhaft hier wohnen, die ihren festen Wohnsitz hier am Campingplatz haben. Dauerhaft wohnen auf dem Campingplatz, das heißt auch viel an der frischen Luft leben. Aber zu welchem Preis? Wenn Sie als Dauercamper sind, circa
ca. 300 im Monat. 300 im Monat? Ja. Inklusive? Inklusive Wasser, Toilette, Müllentsorgung, exklusive Strom. Der wird mit ca. 50 Euro im Monat berechnet. Wir überschlagen gemeinsam mit Markus Busch und Biggi Scherer, was das Dauercampen wirklich kostet. Herr Busch, hallo, Weber, Sat.1 Akte. Sie leben das ganze Jahr hier? Ja. Ihre Wohnung, Ihr Haus aufgegeben und zum Camper geworden? Genau. Warum? Weil es hier schöner ist, wie in der Großstadt. Wo haben Sie davor gelebt? In Köln. Vor 3 Jahren hat der ehemalige Sicherheitsangestellte zusammen mit seiner Frau die Zelte in der Stadt abgebrochen und den Camper auf dem Land aufgeschlagen. Das gibt's für 300 Euro? Das sind Schnäppchen, oder, Herr Busch? Das sind Schnäppchen. Wie viele Quadratmeter haben Sie hier? Ich schätze mal 300, 250, 300 in der Ecke. Die Dauercamper haben ein ganzes Areal für sich, nicht nur einen Wohnwagen. Mehrere Hütten und Outdoor-Locations machen die beiden hier nicht nur glücklich, sondern helfen auch beim Sparen. Ist Ihr Leben preiswerter geworden, seitdem Sie auf dem... Ja, 1.700 im Monat und 300 und ein paar kaputt im Monat. Dann können Sie ja mal ausrechnen, was man da im Monat spart. Dann rechnen wir mal. Für die Wohnung in Köln musste das Paar 1.700 Euro Warmmiete aufbringen. Hier sind es 340 Euro. Allein für die Miete ist das eine Ersparnis von 1.360 Euro. Das ist unser Schlafraum. Da ist ein begehbarer Kleiderschrank. Auch noch. Das ist unser kleines Wohnzimmer. Kommen Sie rein, hier ist Küche. Ja, mit Herd, Schrank. Doch auch auf dem Campingplatz merkt man, dass das Leben teurer wird. Und wenn ich da hier den Gasherd sehe, ja. Ist das teurer geworden? Ja, Gas ist teurer geworden, auf jeden Fall. Wie viel hier so am Camping? Ist ja wahrscheinlich. Also wir haben hier Gasflaschen. Die Gasflaschen kosten mittlerweile 30 bis 35 Euro. Und die gab es vor einem Jahr noch für weniger als die Hälfte. Also es ist verdammt teurer geworden auf jeden Fall. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir mit dem Gas wirklich haushalten. Die beiden arbeiten heute zusammen als Reinigungskräfte in Vollzeit. Durch das sparsame Campingleben können sie sich so einiges leisten. In Not sind sie nicht. So schön das jetzt alles ist, dieses mit kein eigenes Bad haben, nicht in die Badewanne chillen können im Winter und so, nervt das? Ganz ehrlich, das ist alles Luxus. Das brauche ich nicht. Der Luxus hier, die Kosten für Warmwasser sind auch in den 340 Euro Platzmiete inkludiert. Biggi Scherer will nicht mehr zurück in die Stadt. Also wenn ich mal dran denke, was wir in der alten Wohnung an Strom bezahlt haben, was ich hier bezahle, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also ich bereue es nicht, dass wir hier auf dem Campingplatz sind, ganz ehrlich. Das Paar lebt günstig hier. Zur Miete von 340 Euro kommt einzig der Stromverbrauch von rund 50 Euro dazu. Gasflaschen zum Kochen kosten aktuell rund 35 Euro. In Summe 425 Euro Kosten im Monat. Das ist ein Viertel der vorherigen Miete der beiden. Das überzeugt auch Jürgen Hug. Hallo. Sie sehen auch aus, wie wenn Sie hier öfter wären. Ja, sehr oft hier. Sehr oft sind Sie ja, hier? Ja, wir hatten auch mal vorgehabt, hier hinzuziehen, aber da haben wir uns halt anders überlegt. Ne? Sind Sie Dauercamper? Wir sind Dauercamper. Und das seit 18 Jahren. Jürgen Hug und seine Frau sind immer 14 Tage am Stück auf dem Platz, dann wieder 2 Wochen in ihrer Wohnung im heimischen Solingen. Da sie ihren Erstwohnsitz nicht hier gemeldet haben, was in Lindlar möglich wäre, zahlen sie sogar nur 900 Euro Jahresmiete. Mensch, das ist ja bei Ihnen wie zu Hause fast. Ja. Ja, wir sind hier zu Hause. Wir sind ja hier zu Hause. Sagen Sie das? Ist das Ihr Zuhause? Der zweite Zuhause, ja. Und vielleicht auch daher sind der ehemalige Messermacher und die Abteilungsleiterin voll ausgestattet. Mikrowelle, Backofen. Backofen? Auch, ja. Ja, schon klein. Sie haben einen Backofen? Ja, doch. Im Vorzelt haben wir auch Backofen, im Wohnwagen auch nochmal. Haben Sie auch nochmal? Ja, ja, wir machen das nur hier, weil das im Sommer zu warm ist. Backt die Frau Huck so gut? Nee. Neben mehreren Back- und Kochstellen hat der Wohnwagen auch Heizung und Klimaanlage. Haben die beiden keine Sorge vor den steigenden Kosten? Sagen Sie mal, Herr Huck, aber in Zeiten, wo die Energiepreise steigen, ne, haben Sie Backofen, einen zweiten Backofen? Ich werde das angeschafft haben. Da war mit den Energiepreisen überhaupt keine Rede. Aber auf der anderen Seite haben wir schon Angst. Aber auf der anderen Seite, wir haben ein Leben lang gearbeitet. So. Und im Alter will man sich was gönnen.
Davon ist bei ihm keine Rede, zurück zu Burkhard Hellrung in Sachsen-Anhalt. Der 57-Jährige ist froh, dass er in seiner finanziellen Notlage ein neues Zuhause gefunden hat. Den gebrauchten Wohnwagen hat er für ein paar hundert Euro gekauft. Hilfsbereitschaft wird bei den Campern großgeschrieben. Ich war schon schockiert, dass es jemanden gibt, der auf einmal vor dem Nichts steht, der vielleicht hätte auf der Straße schlafen müssen. Wir hatten Gott sei Dank einen Wohnwagen hier noch übrig stehen, den er sich aufgepäppelt hat und so erstmal eine Bleibe hatte, um neu starten zu können. Naja, geht ja nicht anders. Also irgendwo muss man ja leben können. Und das wird einem immer schwieriger gemacht. Und dass sich meine persönliche Situation finanziell noch verändert, das glaube ich nicht. Also das ist... Wäre ein Wunder, wenn sich das noch verändern würde. Bereut hat Burkhard Hellrung seinen Umzug auf den Campingplatz aber nicht. Mit dem sparsamen Leben hat sich der 57-Jährige inzwischen angefreundet. Wer wie Burkhard auf gewohnten Luxus verzichtet, kann viel Geld sparen und hat auf dem Campingplatz meist eine spannende Nachbarschaft. I want you to have it all.